Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode bei Kevin Wolter und heute wieder mit einem wunderschönen Reaktionsvideo für euch. Ich weiß gar nicht, worauf ich reagiere. Ich sehe hier nur Günther Schlierkamp, ich schätze mal in der jetzigen Form und in der besten Form. Wir starten einfach mal. Aber Günther Schlierkamp auf jeden Fall schon mal. Das war mal eine richtige Maschine, ne? Auch eins meiner absoluten Vorbilder. Das war gerade ein Bild von ihm jetzt, ja? Boah, Wahnsinn, okay. Aber immer noch gut in Form. Zwar nicht mehr so in Form, ne? Aber echt wahnsinnig gut in Form noch. Jetzt hier voll auf Gesundheit. Aber man muss ihm lassen, ne? Er ist immer noch gut in Form. Also er hat es nicht aufgegeben mit dem Sport. Er hat seine Prioritäten wahrscheinlich ein bisschen verlegt, aber immer noch gut in Form. Oh, Ronnie Coleman, ja, das ist eine krasse Veränderung. Bam. Ronnie Coleman, the man, Junge. Das war eins meiner absoluten Vorbilder. Ja, und jetzt ist er ganz im Arsch, ne? Jetzt im Rollstuhl und kann nicht mehr Treppen laufen und boah, das ist echt schade, ne? Aber Ronnie Coleman hat ja auch gesagt in mehreren Interviews, dass er Lifetime Natural war. Ne? Nach dem Ding habe ich meinen kompletten Respekt verloren. Weil jemand, der erzählt, dass er keine, der so aussah und erzählt, er hat keine Steroide genommen, das ist wirklich echt schlecht. Als ich das gehört habe, ist mir schlecht geworden, dachte ich so, oh Ronnie, warum enttäuschst du mich so? Warum belügst du die Leute? Aber naja, trotzdem einer der besten Athleten im Bodybuilding, die wir jemals hatten. Außer Frage. Krasser Typ. Krasser Typ, Alter, wirklich. Wenn ich mir die. Alter, Wahnsinn. Guck dir dieses riesige, diese Beine, diese Arme, Junge. Na, ja, dann die Hüft-OP. Ja, und dann war vorbei. Die Supplement-Box, ja. Die hatte ich auch früher genauso. Habe ich ihm nachgemacht immer. Wenn seine Videos anguckt, dachte so, oh, der hat so einen Schraubenkoffer sich gekauft und hat da einfach seine ganzen Tabletten reingemacht. Oh, okay, das mache ich auch. Ich habe ihm so nachgeeifert. Er, Jay Cutler, Kevin Leverone. Das waren meine Idole. Ja, da hat sich einiges getan. Yeah, Buddy, Lightweight. Jetzt bist du Lightweight. Pam, dieser Arm, ja mal. Was das mal für eine Maschine war. So, Paul Dillette. Sagt mir jetzt bis jetzt selber noch nichts. Auf jeden Fall auch eine krasse Veränderung. Sein kleines Streifenhemdchen jetzt. Boah, die Beine, Junge. Boah. Boah. Boah, der Beinbeuger hinten. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge. Oh, Alter. Oh. Und jetzt. Aber auch noch fit. Sieht auch noch fit, topfit aus, Alter. Nicht mehr so fit. Aber auch noch fit. Ja, doch, da ist noch was unterm Hemd. Das sieht man nicht mehr so viel unterm Hemd, aber. Aber Paul Dillette sagt mir echt nix. Boah, das war auf jeden Fall, da war ein richtiger Topform, Junge. Ja, doch, Paul Dillette kenne ich, also vom. Oh! Da hat er sich ein bisschen gehen lassen. Oh, wow. Krasse Veränderung, Alter. After, before, zack, zack. Boah. Paul Dillette. Jay Cutler, einer meiner Ikonen. Jay Cutler, Kevin Rowan, Ronnie Coleman. Die Typen haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin mit. Jedes Video geguckt. Jeden Artikel gelesen, den ich gefunden habe, wie die trainieren, wie die essen. Das alles nachgemacht, alles probiert, was es gab. Jay Cutler immer noch brutale Form heute. Also Jay Cutler immer noch nicht mehr so krass, aber Jay Cutler immer noch fleißig am Trainieren. Eine super Keule, super Beine, super in Form, super Shape. Cooler Typ, gefällt mir sehr. Jay Cutler richtig im Business jetzt. Richtig cooler Typ, hat alles richtig gemacht.
Dorian Yates, auch eins meiner absoluten Vorbilder, muss ich sagen. Mit einer meiner Lieblingsathleten von der Optik her. Also Dorian Yates mit Kevin Ravone, einer der besten Athleten von der Optik her, finde ich persönlich. Guck dir diesen Masse, also so viel Masse und Härte in einen. Das ist wirklich so viel Symmetrie und Schönheit. Echt super schön. Sein Lebenswandel von Dorian Yates, der Lebenswandel gefällt mir übrigens sehr. Dieses ganze Yoga-Ding und so weiter feiere ich total. Würde ich auch voll gern machen, wenn ich mehr Zeit dafür hätte. Auf seiner Terrasse mit Ausblick aufs Meer raucht er morgens erstmal eine Tüte und macht dann seinen Yoga-Kurs. Krasser Typ. Dorian Yates hat es geschafft auch. Auch im Business echt erfolgreich immer noch. Markus Rühl, unser German Beast. Die Leute haben mich ja immer German Beast genannt, ne? Aber Markus Rühl, über den geht nichts. Ich glaube, den besten Athleten, den wir jemals in Deutschland hatten. Also weit vorne. Mr. Olympia hat kein deutscher Athlet sich so weit nach vorne kämpft wie Markus Rühl. Also echt Wahnsinn, Wahnsinn. Also Markus Rühl, Deutschland, unantastbar gewesen. Und immer noch bis heute, glaube ich, unantastbar. Und immer noch jetzt auch echt gut in Form. Also der hat, hier kommt jetzt schon wieder ein neuer, der hat es wirklich geschafft, sich auch wieder zurückzukämpfen. Ist immer noch wirklich, ich glaube, der ist echt schwer. Also 130 Kilo hat der, glaube ich, immer, also hat er jetzt wieder. Chris Cormier. Auch super, super schöner Athlet gewesen damals. Veränderung ist natürlich Wahnsinn bei ihm jetzt. Kevin Ravone, Junge. Das ist die Maryland Muscle Machine, Junge. Alles habe ich von ihm geguckt, gelesen. Alle Videos zu Hause gehabt, immer noch zu Hause. Veränderung war natürlich krass. Dann hat er irgendwie angefangen mit Schauspielen. Dann hat er wieder sich zurückgekämpft, hat wieder Bodybuilding gemacht. Hat nicht wirklich was gerissen. Also hier nochmal Kevin Ravone in seinen schlechtesten Zeiten. Ist natürlich echt eine Lachnummer, ne? Und wenn du den daneben siehst und man überlegt, dass da ein paar Jahre nur zwischen sind und dass der diese ganzen Muskeln einfach, dass die einfach weg sind wieder. Und wenn man dann daran denkt, wie schnell das geht, dass Muskeln so schnell weggehen, dann fragt man sich echt, warum trainiert man? Wenn man ein Jahr nicht trainiert, sieht man auf einmal wieder nach nichts aus, nach gar nichts, als ob man nie trainiert hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Haben wir jetzt Tom Prince. Tom Prince sagt mir nichts, gar nichts. Also wirklich nichts. Hab ich noch nie auf dem Schirm, aber die Veränderung ist natürlich Wahnsinn. Also die Veränderung ist immer Wahnsinn. Wenn du so eine Maschine mal warst und dann so aussiehst auf einmal, Wahnsinn. Oder einfach mal nach gar nichts mehr aussiehst. Mal so aussahst und dann auf einmal so aussiehst. Pah. So, haben wir Mustafa Mohammed, oder so heißt er, glaube ich. Auch eine krasse Veränderung. Ja, der macht jetzt auch Coach. Und sah mal ganz schön spritzig aus. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt, worauf wir reagieren sollen, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr Supplemente oder auch Gym-Outfits braucht, dann könnt ihr gerne mal Neo-Subs oder Smile-Dogs abchecken und mit dem Code KEVIN10 10% sparen, Freunde. Bis dahin sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, willkommen bei...